Hallo und recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV, der Tag, den Wochenhighlights. Am vergangenen Donnerstag wurde das Hotel am Garnmarkt feierlich eröffnet. Wir waren mit dabei und haben einige Eindrücke für Sie zusammengefasst. Donnerstag, den 2. Oktober, fand in Götzis die offizielle Eröffnung des Hotels am Garnmarkt statt. Zahlreiche Gäste aus der Region ließen es sich nicht nehmen, dieser Einladung zu folgen. Der ganze Abend wurde begleitet von der Musikgruppe des Musiktheaters Vorarlberg. Die neue Geschäftsführerin freute sich über den Erfolg der Eröffnung. Wir sind sehr zufrieden. Also Götzis mit dem Garnmarkt hat sehr eine gute Umgebung für uns. Auch die Gäste, die aus, sagen wir mal, aus aller Herren Länder zu uns kommen, die empfinden die Umgebung als sehr passend. Und auch im Sinne unseres Total-Lokal-Konzeptes ist es so, dass wir die Götzner an sich mit ins Boot geholt haben und versuchen, das auch unseren Gästen näher zu bringen. Von Beginn an durften die Gäste Bekanntschaft mit den regionalen Partnern des Betriebes machen. So wurden sie auch gleichzeitig zum Thema des Hotels total lokal herangeführt. Das Hotel am Garnmarkt, mitten im Zentrum von Götzis, bietet eine große Vielfalt an Möglichkeiten, die sich bei einer Übernachtung tadellos kombinieren lassen. Für den Standort Götzis ist dieses Hotel eine weitere Bereicherung. Das ist einfach eine wichtige Ergänzung dieser gesamten Entwicklung. Wir haben da in Götzis unter meinem Vorgänger Werner Huber eine ganz tolle Entwicklung mit dem Garnmarkt, überhaupt mit der Gemeinde, auch in anderen Bereichen, Wohnbereichen und so weiter. Und da hat an sich sowas noch gefehlt und das ist eine super Ergänzung mit einem tollen Standort mitten im Rheintal. Nach einem gemütlichen Meet and Greet ging der Abend dann zu Ende und das Hotel am Garnmarkt darf sich in Zukunft bestimmt über viele Gäste freuen. Soweit zur Eröffnung vom Hotel am Garnmarkt in Götzis. Einen ausführlichen Bericht darüber gibt es dann ab nächster Woche im Ländle TV Wochenmagazin. Viel los war vergangene Woche auch am Flugplatz in Hohenems. Dort ging der 10. Airport Race Day über die Bühne. Am 28. September war es soweit. Bereits zum 10. Mal präsentierte die Wild West Crew am Flugplatz in Hohenems den Airport Race Day. Rennstrecke zählten Reaktion, Geschwindigkeit und starke Nerven. Dabei ging es jedoch nicht nur darum, schneller als der Kontrahent zu sein, sondern auch die beste Klassenzeit zu fahren. Der Airport Race Day bot nicht nur den Teilnehmern eine einmalige Möglichkeit, die Achtelmeile so schnell als möglich zu fahren, sondern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm für die zahlreichen Besucher. Ja, wir haben jetzt 10 Jahre seit 2004 Race Day am Flugplatz in Hohenems, heuer das große Jubiläum. Wir haben eine brutale Gaudi, dass so viele Teilnehmer am Start sind. Wir haben auch Bombenwetter, der schönste Sommer vom ganzen Sonntag, wenn man so will, oder umgekehrt der schönste Sonntag im ganzen Sommer. Wir haben ein Mörderprogramm, von 9 bis 18 Uhr wird gefahren auf der Piste, Beschleunigungsfahren mit der Dragster-Ampel im direkten Vergleich. Für das Publikum sehr spannend, weil sehr, sehr viele Starts passieren an dem Tag. Zusätzlich gibt es noch Tandem-Fallschirmsprünge zu gewinnen. Wir haben Dragster-Taxifahrten, da die verlost werden. Gute, schnelle, leistungsfähige Teams aus ganz Europa, aus Italien, Deutschland, Holland, der Schweiz und den umliegenden Ländern. Wir sind sehr stolz, dass wir 10 Jahre lang die Veranstaltung in Hohenems am Flugplatz durchführen haben können bis jetzt. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir 10 Jahre lang Race Day am Flugplatz in Hohenems gemacht haben. Jetzt nach dem Jubiläum kann man zurückschauen und hat sehr viele Eindrücke, hat viele neue Freunde, hat viele Vorarlberger Motorsportfreunde glücklich gemacht. Und an so einem schönen Sonntag wie heute, da schlägt einfach das Herz höher, wenn alles passt.
Action pur also am Flugplatz in Hohenems. Diese Woche waren die weltbesten Kegler zu Gast in Hart und Koblach. Sie kämpften alle um den 26. Weltpokal. Am Dienstagabend fand die offizielle Eröffnungsfeier statt und auch dort waren wir mit dabei. Am Dienstag fand in Koblachdorf Mitte die offizielle Eröffnung des 26. Weltpokals 2014 im Kegel-Teambewerb statt. In den kommenden Tagen finden in Koblach und in Hart die Vorrundenspiele statt, wobei in Koblach am Freitag und Samstag die Halbfinal- und Finalspiele ausgetragen werden. Ja, der Weltpokal 2014 wird also in Hart und Koblach ausgetragen. Zwei Vereine, zwei Gemeinden tragen das miteinander aus. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir Austragungsort sind und wir stellen uns sehr, sehr gerne dieser Herausforderung. Ja, ich glaube, dass Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, auch Zusammenarbeit zwischen Vereinen die Zukunft ist. Und ja, wir arbeiten öfters zusammen, auch in der Kummerberg-Region und natürlich jetzt bei diesem Weltpokal auch mit Hart. Wir haben eine sehr gute Partnerschaft. Eine sehr gute Kooperation mit Hart. Ich bin stolz, dass wir das miteinander so gut machen können. Grundsätzlich sind wir sehr stolz darauf, dass wir so ein, also dass wir auch Austragungsort dieses Mannschaftswettbewerbs, also Pokal sein dürfen. Es ist uns ganz wichtig. Wir stehen grundsätzlich positiv jeder Sportart gegenüber und Hart hat sich sogar im Leitbild dazu verpflichtet, sage ich jetzt einmal, eine Sportgemeinde zu sein. Über die kommenden Tage werden sowohl die Damen- als auch die Herrenspiele parallel ausgetragen. Zahlreiche Nationen nehmen an dieser Veranstaltung teil und dürfen auf eine Top-Platzierung hoffen. Ja, für uns ist es enorm wichtig, weil wir haben zwei wunderschöne Kegelbahnen und haben auch Bundesligamannschaften und möchten natürlich wieder international ein bisschen Anschluss finden. Wir machen sehr viel Jugendarbeit inzwischen. Wir haben die jüngste Vorarlberg-Jugendmannschaft, das ist der jüngste, ist 10 Jahre, der älteste 14. Und es ist wichtig, dass sie Vorbilder sehen und Kegel in Perfektion einmal sehen. Vor allem für die Zuschauer und für die Gemeinde. Das ist für alle wieder mal ein bisschen Motivationsschub. Ja, das sind die besten Mannschaften aus Europa, eigentlich die weltbesten Mannschaften. Das sind alles die Landesmeister in ihren Ländern. Die spielen natürlich auf einem Niveau, das weit über unserem Niveau ist. Das ist wirklich Weltklasse. Es gibt keine besseren Mannschaften. Noch vor der offiziellen Eröffnung der Spiele legte der Spieler Lukas Huber im Namen aller den Eid ab. Der Präsident Bernhard Hämmerle erklärte dann im Anschluss die Spiele für eröffnet. Ich erkläre den 26. World Cup Club Teams 2014 in Hart und Koblach Austria als eröffnet. Die Kindertrachtengruppe Andelsbuch vollendete dann den Eröffnungsakt. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV, der Tag, den Wochenhighlights. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dahin, tschüss. Am Sonntag sind schon in der Früh erste Regenschauer möglich, vor allem im Norden. Dann wird es kurz freundlicher, ehe es am Nachmittag wieder zu regnen beginnt. Der Montag startet verbreitet mit Hochnebel und Nebel. Diese lichten sich aber bis Mittag auf und der Nachmittag wird sonnig und warm. Und am Dienstag ist es stark bewölkt bei Temperaturen von 11 bis 19 Grad.